Ja, ihr seht heute wieder eine etwas andere Location. Wir sind hier in Speyer bei Heramakesen. Wo ist Speyer? Zwischen Karlsruhe und Mannheim? Genau. Gerade mal erfragt. Hier geht auch kaum ein Flugzeug hin oder irgendwas anderes. Wir haben geguckt, 5 Stunden Minimum, sind mit dem Auto hergekommen. Ja, warum sind wir hier? Wie gesagt, bei Heramakesen, Kunde, mit dem wir jetzt seit über einem Jahr zusammenarbeiten. Ja, wir können mal direkt anfangen. Kurz Einleitung, dass du mal kurz erzählst, wer du bist, was du machst und warum ihr auf uns zugekommen seid. Genau. Ich bin Philipp Ofer, Firma Heramakesen. Wir vertreiben und montieren Terrassenüberdachungen, Markesen und Carports. Sind produktbedingt eigentlich eher Saisonalgeschäft, deshalb sind wir auch auf euch gekommen, also kommen später aber bestimmt nochmal drauf. Wir sind, wie Alex schon gesagt hat, aus Speyer, so ein bisschen genau zwischendrin, zwischen Mannheim und Karlsruhe. Im Flughafen gibt es einen kleinen, aber der ist nicht so gut erreichbar von euch, also das passt, genau. Unser Unternehmen gibt es mittlerweile seit über 35 Jahren, ist ein Familienbetrieb, haben mittlerweile in der Hauptsaison um die 15 Mitarbeiter und sind da eigentlich schon sehr gut dabei bei uns in der Gegend. Ja, was du gerade sagst, Thema Hauptsaison, ne? Also es ist ja so, bei euch ist ja, wenn die Sonne scheint und alle Markisen haben. Genau. Und wenn dann Winter ist, wie jetzt ja schon wieder langsam ist, deswegen haben wir auch die Werbung wieder angeschaltet. Genau. Dann ist es halt ein saisonales Problem einfach da. Kannst du mal kurz erzählen, was da genau los ist? Genau, also durch Saisonale haben wir halt immer das Problem, dass in Winterzeit eigentlich die Anfragen eher zurückgehen. Das heißt, wir müssen gucken, wir müssen natürlich auch Vertriebler, Mitarbeiter beschäftigen. Und das war auch der Hintergrund, warum wir dann gesagt haben, okay, wir müssen neue Wege suchen, wie kommen wir zu neuen Anfragen, zu auch Kunden und Aufträgen. Also genau. Wir können ja auch mal konkret, also ihr habt das ja letztes Jahr schon eine Saison, ich sag mal 2-3 Monate, habt ihr ja schon die Ads laufen lassen, die Werbung laufen lassen. Wie läuft das konkret ab, die Werbung? Kannst du auch kurz erzählen, du machst das ja mittlerweile, bist ja selber gut drin. Genau, also das Ganze läuft über Facebook, das heißt, wir generieren Anfragen über Facebook-Anzeigen. Durch eure Hilfe ist das Seller relativ gut gewesen, auch die Einführung war wirklich top. Das heißt, wir kriegen Anfragen per E-Mail, kommen die mit Telefonnummern von Kundendaten, wir telefonieren die nach und generieren so. Ja. Aufträge dann auch. Das ist natürlich das Spannende exklusiv. Ne? Das sind Anfragen, die ihr selber für euch generiert habt. Die sind jetzt nicht von irgendjemandem generiert worden, sondern die habt ihr selber für euch generiert. Genau. Euer Unternehmen. Ne? Also die wissen, worum es da geht. Ja. Wir haben das da früher schon andere. Es gibt da schon Portale, die es machen, wo wir eigentlich sehr unzufrieden waren, wo überhaupt nicht gepasst hat. Also über das Selbstgenerieren, das haben wir schon einen riesen Mehrwert. Also auf jeden Fall. Na, spannend. Wir können ja mal über Zahlen sprechen. Wir sprechen ja mal gerne über Zahlen. Also ganz konkret bei euch war es ja so, ne? Es war ja ungefährer Werbeeinsatz, wenn wir das letzte Jahr betrachten, von so 3.500 Euro. Genau. Und rausgekommen sind halt so ungefähr 80.000 an Umsatz. Umsatz, genau. Genau, was an der Quote natürlich schon passend ist, was man natürlich auch noch steigern kann. Deswegen sind wir auch heute hier. Also das Thema Vertrieb nochmal genauer angeschaut, was natürlich auch so ist. Wir haben Kunden, die haben Anfragen ohne Ende. Also anfragenseitig läuft das immer. Und wir sind halt auch dafür da, natürlich dann am Ende zu schauen, okay, kann man da vielleicht auch noch vertrieblich ein Stück weiter reingehen? Haben wir ein, zwei Sachen auch besprochen so. Von daher, da denke ich jetzt auch dieses Jahr auf einem sehr guten Niveau, wenn wir auch dieses Jahr wahrscheinlich aus dem gleichen Budget deutlich, deutlich mehr machen können. Hinten raus und das mit noch viel weniger Zeitansatz, als jetzt drin ist. Genau. Mal so die Frage, du hast ja davor dich auch schon mit dem Thema beschäftigt, Anfragen, und hast du auch schon mal selber online Werbung geschaltet irgendwie? Ja, also man versucht halt mal so ein bisschen auf Facebook selbst schon ein bisschen was, aber das war eigentlich ja kontraproduktiv. Ja. Also ist der im Sand verlaufen oder mal einen Tag der offenen Tür beworben und so Sachen. Google AdWords läuft parallel, das haben wir auch noch. Haben wir auch parallel laufen lassen, aber trotzdem ist halt die Winterzeit, also es ist dann praktisch. Ja. Man merkt, dass die Anfragen zurückgehen. Leads werden zwar günstiger über Google, aber. Ja, das Spannende ist auch, es ist ja nicht nur im Winter, sondern man kann ja theoretisch jederzeit sagen, man dreht jetzt mal die Zusatzmaschine auf, die halt nicht von Anfragen ab, also nicht von Anfang von Suchvolumen abhängig ist, sondern die man selber bedienen kann. Du hast ja auch schon deine Erfahrung, wie du gesagt hast, mit Facebook gemacht. Was hat dich denn dazu bewegt, das trotzdem nochmal zu probieren, obwohl du es nicht hinbekommen hast? Was hat mich bewegt? Ich glaube, es kann nicht sein, dass es geht, gerade durch das Portal, das wir benutzt haben, die haben das auch über Facebook gemacht, also es kann nicht sein, dass die das machen und es funktioniert nicht. Und ich habe halt Wege gesucht, wie das dann auch geht, und da bin ich dann auf euch aufmerksam geworden und dann ist das entstanden. Also, weißt, ja, es ist spannend. Was war das Problem bei den Anfragen, die ihr damals hattet, so primär? Ja, grundsätzlich, also das waren Anfragen, die werden verteilt, also es ist keine exklusiven Anfragen für mich direkt. Das heißt, die werden an verschiedene, ich sage jetzt Händler, verteilt und dann kriegt meistens der Zuschlag, wo es günstigste anbietet, egal auf Qualität, weil das war also unser Problem auch dann. Man sagt dann, wir stehen hier in der Qualität, wo wir auch anbieten. Und dadurch waren erst die Anfragen viel teurer und das Ergebnis war hinterher also unterirdisch. Das war wirklich. Es ist auch ganz spannend, weil ihr seid zu einem guten Zeitpunkt, habt ihr euch tatsächlich jetzt so im Nachhinein entschieden, diese Sache zu switchen, weil mittlerweile ist es so, dass dadurch, dass halt mehr Anbieter in den Markt kommen, automatisch natürlich, weil das wird auch viel über Google generiert,
steigen die Preise bei Google einfach. Es wird teurer, merkt ihr wahrscheinlich selber auch. Ne? Für eure Keywords ist das natürlich immer noch ganz entspannt. Aber wenn man sich das portalseitig anguckt, müssen die faktisch gesehen die Preise entweder beim Kunden erhöhen, damit sie den gleichen Profit machen, oder die Qualität senken. Was jetzt gerade dazu führt, dass die Anfragen, die sowieso schon an mehrere gegeben wurden, jetzt von der Qualität dann mal runtergehen. Und im Endeffekt, du als Händler, als Hersteller, verdienst ja immer noch das Gleiche. Du verdienst jetzt ja nicht mehr Geld, nur weil die Anfragen nicht mehr kosten. Genau. Und das ist, das ist ein Riesenproblem. Deswegen hast du jetzt halt wirklich den Vorteil zu sagen, okay, du bist jetzt faktisch der Einzige in der Region hier, der so eine Maschine für deine Branche hat. Und dadurch hast du halt theoretisch Anfragen ohne Ende, wenn du das möchtest. Und wie du sagst, ich kann so hochschrauben, ich kann so runterschrauben, ich kann sagen, jetzt, ich brauche ein Jahr lang, fast ein Jahr lang ausgehabt. Genau. Einmal angeschaltet und ging wieder los. Genau. Das ist halt, also funktioniert halt auch direkt und skalierbar ist echt. Ja, Skalierbarkeit ist gegeben. Okay, cool. Gab's denn noch irgendwas, wo du jetzt, bevor du mit uns gearbeitet hast, sehr skeptisch warst, wo du von uns gehört hast? Oder du hast ja über einen Kontakt tatsächlich auf uns aufmerksam geworden. Genau. Einen guten Freund von uns. Und gab's da was, wo du skeptisch warst? Ja, natürlich ist man im ersten Moment mal skeptisch. Wie sieht's aus? Funktioniert's wirklich? Springt's was? Gerade in der umsatzschwachen Saison, will ich da was investieren? Will ich Werbung in Facebook stecken, wo ich hinterher nicht weiß, ob's was bringt oder nicht? Und das wurde aber dann relativ schnell auch durch eure Hilfe wurde es abgeschafft. Also relativ schnell hat man gesehen, dass das dann doch. Das ist spannend, bringt. Das geht also ja von Tag 1 an. Ich wollte gerade sagen, man sieht direkt Ergebnisse, also es ist nicht so, dass man da jetzt wartet. Und ist ja nicht SEO, nur ein halbes Jahr warten, dann passiert vielleicht was, sondern es ist ja wirklich, wir schalten an und es geht los. Genau, es funktioniert. Performance Marketing, sehr gut. Bei vielen Leuten ist ja auch ein Thema, die sagen, okay, hat mal irgendjemand gesagt, ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, 2-3% meines Umsatzes muss ich immer in Werbung stecken, immer. Da wird dann alles Mögliche gemacht. Da werden dann irgendwelche Plakate gemacht, da werden dann irgendwelche Litfaßsäulen beklebt, da werden dann, man wird sich irgendwo eingebucht in irgendeiner Werbetafel, die da an der U-Bahn läuft, was auch immer. Das ist ja so traditionelle Werbung. Ne? Was hat euch dazu bewegt, zu sagen, okay, ihr macht jetzt eben nicht mehr traditionelle Werbung, sondern ihr wollt mehr in diesen Online-Bereich gehen, mehr in den neuartigen Bereich? Was hat euch dazu bewegt und wie siehst du das Thema an sich? Also ich sehe es gut. Wir sind fast komplett von Offline-Werbung weggekommen, sind fast nur noch Online-Werbung. Also wir sind da, ich weiß nicht, also ich kann es besser skalieren, ich habe nicht so viel Streuverlust, ich kann echt besser, gezielter werben, ich kann mir die Kunden besser raussuchen, das war schon ein großer Vorteil. Also wir haben zigtausend Flyer verteilt pro Woche, also mehrere pro Woche und es war wirklich wenig dabei und das kann man jetzt durch die Facebook-Werbung wie viel mehr besser steuern, also ich kann mir die Kunden raussuchen, im Prinzip, die ich haben will. Ja. Du kannst ja auch genau messen. Du siehst ja ganz genau, was hat mich dieser Kontakt jetzt wirklich gekostet. So. Das ist auch noch was. Also auf jeden Fall positiv überrascht. Also wir haben das langsam gemacht, umstrukturiert, haben dann irgendwann gesagt, okay, wir gehen das komplett mit der Offline-Werbung weg. Auch sehr wichtiger Punkt, dieses langsame Wechseln. Ne? Also wenn man Offline-Werbung hat, die funktioniert, sollte man auch das so lange zumindest nutzen, bis man weiß, der Online-Weg funktioniert noch besser. Wir sagen immer so, 3 Monate ist immer ein guter Zeitraum. Wenn man 3 Monate lang wirklich jeden Monat massiv mehr Umsatz durch Online-Werbung gemacht hat, dann kann man auch alte Sachen absägen. Muss man auch nicht. Man kann auch neue Leute einstellen und damit halt skalieren. Geht auch, aber man kann natürlich auch ineffiziente Sachen einfach cutten. Es gibt ja Leute, die geben da wirklich Zehntausende im Jahr für Flyer aus. Da denke ich mir auch, okay. Das war nichts. Es ist nicht gut für die Umwelt, es bringt dem Unternehmen nicht viel und die Leute nervt es auch. Genau, das ist ja faktisch so. Es ist nur etabliert, man hat es irgendwo mal gehört und muss ja 2-3% seines Umsatzes reinstecken. Warum dann nicht? Dass das auch erwiesenermaßen Umsatz bringt. Genau, so sieht es aus. Und ich kann es halt, wie gesagt, genau überprüfen, wenn ich sehe, wo ist es und ich kann skalieren besser. Ja, und auch genau einstellen. Ne? Du kannst auch genau sagen, okay, ich weiß nicht, wie bei euch jetzt, ich glaube, die Quote ist, ich würde sagen, bei 1-2% von Leuten, die sich eintragen und die nicht in eurer Region sind, die ihr angegeben habt. Ja, online, ne? Also es ist ja wirklich alles regional. Es ist ja eine kleine Region an sich jetzt gesehen. Ich glaube, ihr habt 50 Kilometer Umkreis oder was habt ihr eingegeben? Ja, 70 glaube ich. 70 habt ihr eingegeben, okay. Das ist ja, hält sich ja hier in Grenzen. Das ist immer ein Mannheim dran. Genau, so. Wir haben so ein Bild. Ja, sehr gut. Dann für dich noch letzte Frage. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest da draußen, die jetzt gerade vor der Entscheidung stehen? Möchte ich Online-Werbung machen? Mit wem möchte ich Online-Werbung machen? Wie? Möchte ich überhaupt wechseln? Möchte ich skalieren vielleicht? Was würdest du denen mitgeben jetzt? Warst du ja auch in der Situation. Genau, also auf jeden Fall macht einen Schritt. Ich bereue keinen Fall. Ich finde es sehr gut, dass ich den mit euch gemacht habe. Also ihr habt mir wirklich über die umsatzschwache Zeit geholfen. Ja. Also es war mehr Umsatz von 80.000 Euro, den wir hatten. Also wenn, dann geht's euch. Auch wollte ich eigentlich gar nicht so hart hinaus, aber so generell, okay, also generell was machen, ne? Genau, auf jeden Fall tun. Also es gibt nur tun, machen, Wege suchen. Facebook oder euer Konzept, auch das Coaching hinterher, ist auf jeden Fall ein Weg, was zu machen. Und man sieht auf jeden Fall, was passiert. Man sieht es direkt. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, es ist was und ich sehe im halben Jahr später, wie du sagst, was. Ja. Sondern ich sehe das Ergebnis direkt und wir setzen das echt gut um. Vom Konzept her passt.
hat auch mit uns, denke ich, direkt gepasst. Ja. Also das war echt ja seit immer erreichbar, wenn was ist. Ja. Wir schreiben, wenn kurz was sein sollte. Also das ist. Es ist gut. Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt ungewöhnlich wäre. Dass wir, du bist ja der Einzige, mit dem wir arbeiten, wo es so gut geklappt hat. So, wir wissen halt, wenn wir das Ding anstellen, funktioniert es. Das ist ja das Schöne tatsächlich daran, ja. Aber finde ich auch spannend, weil viele halt wirklich schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ne? Die haben schon mal probiert, haben schon mal ein paar tausend Euro investiert, vielleicht ein paar zehntausend Euro investiert, es hat nicht geklappt. Jetzt fragen die sich, warum soll ich es weitermachen? Ja, aber offensichtlich funktioniert. Ich habe keine 10.000 investiert zum Rumprobieren, aber das waren dann schon Beträge, wo man dann sagt, okay, es funktioniert nicht, aber dann die Entscheidung getroffen zu haben, doch, es funktioniert, war die richtige. Also. Sehr gut. Genau. Perfekt, Philipp, super. Also wenn hier jemand in der Nähe wohnt und eine Markise, Terrassendach, in Zukunft auch ein Wintergarten, warm Wintergarten? Ne? Das kommt dann reden wir nächstes Jahr. Genau. Wenn es so weitergeht, dann geht Man braucht dann gerne hier vorbeischauen. Ansonsten gerne den Kanal Daumen nach oben geben und gerne drunter kommentieren, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und danke, dass wir da sein durften. War sehr spannend. Gerne. Schön, dass ihr da wart. Ja, gerne. Und euch noch eine erfolgreiche Zeit. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Online-Anfragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, ob sowas für euch geeignet ist, tragt euch gerne bei uns einfach ein. Ihr kennt die Website, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Von daher, euch noch eine gute Zeit.